Musi, Grumpi, Musi, Grumpi, Musi, Chateau. Hollaradiwi, Hollaradio. Pi Musi, Grumpi, Musi, Grumpi, Musi, Chateau. Hollaradari, Hollaradio. Zuerst die Klarinette, der Seppel spielt sie süß. Der Erich bloß Trompette, das geht den Leid in Fürs. Den Osten spielt der Hubert auf seinem Pompadon. Die Luft, die was dazugehört, die hat der Hubert schon. Die Musik und die Musik und die Musik ist ja da. Hollaradari, hollaradio. Die Musik und die Musik und die Musik ist ja da. Hollaradari, hollaradio. Und lustig spielt der Hermann auf der Harmonika. So quetschen wie es er kann, ist bald der andere da. Jetzt kommt noch die Posaune, der Fritz blasst sie voll Lust. Sein Blasbalg ist nicht ohne, man sitzt an seiner Brust. Die Musik kommt, die Musik kommt, die Musik ist ja da. Hollaradari, hollaradio. Die Musik kommt, die Musik kommt, die Musik ist ja da. Hollaradari, hollaradio. Wir fünf sind die Kernturm, wohl schon erwachsen zwar. Wir bleiben aber gern dumm, wenn's geht bis 100 Jahr. Wir wollen euch unterhalten und allen soll's wirklich gefallen. Den Jungen und den Alten, ihr müsst ja dafür zahlen. Die Musik kommt, die Musik kommt, die Musik ist ja da. Hollaradari, hollaradio. Die Musik kommt, die Musik kommt, die Musik ist ja da. Hollaradari, hollaradio. Mit einem herzlichen Innviertler, grüß Gott benannt, liebe Gäste, so möchte ich euch heute Abend recht herzlich willkommen heißen und darf mir ganz kurz vorstellen, mein Name ist ein kurzer, ich heiße
Walter Wurzer, komme aus Braunau am Inn, aus einer Stadt in Oberösterreich, werde euch wohl nichts ausmachen, dass ich aus Braunau am Inn komme. Aber wie gesagt, ich freue mich recht herzlich, heute Abend in so einem netten Abend hier mit Ihnen beisammen sein zu dürfen. Wissen Sie, Braunau am Inn, also eine Grenzstadt zwischen Innviertel und Bayern, und ist ein Grenzstadl, ja, da tut sich wohl so allerhand, habe ich erst kürzlich bei uns auf der Grenz so ein bisschen zugehört, wird auf die Nacht die Leute so umgekommen vom Bayerischen, immer wieder nach Österreich. Und da sind drei Damen auf der Grenze gewesen, die hat der Zöllner aufgehalten und kontrolliert. Der muss was gehabt haben gegen die Weiberleute, weil anders gibt es gar nicht. Hört euch das an. Die erste war ein deutsches Fräulein, eine deutschsprachige. Die zweite war eine junge, gärtenschlanke Französin mit solchen Augen, gell? Und so einen zarten Popokapitätel hat sie gehabt. Und die dritte, das war ein altes Murtel. Die drei Weiberleute sind da angestanden, um nach Österreich zu gehen. Sagt der Zöllner zu der ersten, sagt der Fräulein, sagt er, haben Sie was zu verzollen? Sagt sie, nein, sagt er, was soll ich denn zum Verzollen haben? Sagt er, Sie machen so mal einen Koffer auf. Die macht einen Koffer auf, sagt er, was haben wir denn da drinnen? Ja, sagt sie, was soll ich denn drinnen haben? Meine Höschen sind da drinnen. So, sagt der Höschen, haben wir drinnen. Wie viel haben wir denn drinnen, Höschen? Sagt das deutschsprachige Fräulein, 7, Herr Inspektor. Ja, sagt er, warum denn 7? Sagt sie, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Dankeschön, hat er gesagt, ein reinliches Frauenzimmer, bitteschön die nächste. Kommt die Französin, sagt sie, bonsoir, Monsieur Inspektor. Sagt er, grüß Gott, Fräulein. Sagt der Koffer auf, was ist da drinnen? Sagt sie, oh la la, was soll denn da drinnen sein in meinen Köfferchen? Meine winzig kleinen Slips. Die ganz dicken Reizhoseln hat sie einpackt gehabt. Aha, hat er gesagt, Slips hat sie drinnen. Sagt er, wie viel haben wir denn drinnen, solche Slips? Sagt die Französin, 5, Monsieur Inspektor. Ja, sagt er, warum denn 5? Sagt sie, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, sagt er, und Samstag, Sonntag? Oh la la, Monsieur Inspektor, sagt sie, Samstag, Sonntag brauche ich keinen Slip. Na ja, hat er so denkt, andere Länder, andere Sitten. Dankeschön, bitteschön die nächste, ne? Kommt das alte Murteli, ja, sagt der Murtel, grüß dich Gott, hast du was zum Verzollen? Sagt das Murtel, um Gottes Willen, was soll denn ich zum Verzollen haben? Sagt er, was hast denn du da drinnen in der Plastiktaschen? Sagt das Murtel zum Zöllner, aber du bist vielleicht ein neugieriger Teufel. Was soll ich denn drin haben in der Plastiktaschen, wie meine Unterhosen? Ja, sagt er, mir aus Kauz, hier hast mit den Unterhosen immer dumm. Sagt er, wie viel hast du denn drinnen solche Unterhosen? Sagt das Murtel, 12. Ja, sagt der große Dirken, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Warum denn 12? Sagt das Murtel, Januar, Februar, März. Ja, ja. Bei uns in so einer Grenzstadt, da tut sich allerhand, möchte das ja nicht für möglich halten. Es wird es ja wohl alle wissen, dass der Inn bei uns die Grenz ist. Der Inn, aber wir haben auch eine trockene Grenz. Ganz eine trockene Grenz haben wir. Da kommen die bayerischen Hügeln mit den Innviertler-Hügeln zusammen. Das ist oben alles so wunderschön bewaldet. Herrlicher Forst und Baumstängel um der wunderschön. Und da ist aber auch so, seitens der deutschen Zöllner und auch von unseren österreichischen Zöllner müssen da so Inspektionsgänge gemacht werden, gell? Ich kann euch sehr erzählen, ich sehe gleich. Die Bayerischen kommen auf das Grenzhiegerlaufe um 11:45 auf Mittag, haben um 12 Uhr Dienstschluss und die Österreicher kommen auf dasselbe Städelaufe um 17:30 und um 6 haben sie ebenfalls einen wohlverdienten Feierabend. Voriges Jahr war es einmal ein richtiger Hetz und der Gaudi, da sind die zwei bayerischen Zöllner, der Max und der Schorsch, sind aufgekommen, so 10:50, kurz vor Dienstschluss, wie es da drum gewesen sind. Auf einmal sagt der Max zum Schorsch, sagt der Schorsch, schau auf, da hängt einer. Ja, sagt der Schorsch, ja, mich hast gehaut, da hängt einer. Schau auf du, hat er gesagt, Max, es ist gleich 12. Wenn wir da jetzt was unternehmen, ist unser ganzer Feierabend beim Teufel. Sagt er, weißt du was, das tun wir heute einmal anders, das machen wir kürzer. Den schneiden wir runter von der bayerischen Seite, den hängen wir um mit zu den Österreichern, gell? Haben sie ihn runtergeschnitten und haben wir bei uns aufgehängt.
Und wie die unseren zwei österreichischen Zöllner, der Bäder und der Gustl, auf die Nacht auf die Stöhe aufgekommen sind, auch so kurz vor 6, auf einmal stehst der Bäder den Gustl schon wie ein und sagt, Gustl, schau auf, jetzt hängt der schon wieder da. Brüder und Säcker, da machst du was mit, aber jetzt bin ich ja schon, wie gesagt, ein paar Tage in der Steiermark, in Graz, im Gästehaus zum Kernwurm, fühl mich so richtig wohl da beim Seppal schlafen, aber das ist wohl ein letzter Teufel, ja, der Kern Seppal. Sagt er heute in der Früh gleich bei mir zum Frühstück, sagt er, wie schaust denn du aus? Sag ich, red mich nicht so blöd an, wie soll ich denn ausschauen? Sagt er, nicht einmal rasieren tust du bei einer Aufnahme. Ja, sag ich, entschuldige, vielmals mein Rasierapparat ist kaputt. Sagt er, dann schnappst du dein Auto und fährst rein auf Graz, lass dich rasieren. Ich bin reingefahren auf Graz, aber das habe ich mir mein Leben nicht gedacht, wie blöd das in der Steiermark rasieren, wie eigenartig. Bin ich zum Friseur reingegangen, sage ich, grüß Gott, sage ich, hätte gern einmal rasieren. Sagt er, sitzt daher, da habe ich mich hingesetzt, hat er mir gleich das Hangerl umgebunden und gleich zurück umgelassen. Dann hat er in die linke Hand einen Zwaffen genommen und in die rechte Hand einen Bämsel. Dann hat er angefangen. Ja, sag ich, du bist doch der so ein Saubier. Wo spuckst denn du die ganze Zeit auf dem Bämsel auf? Sagt er, weißt was, Wurzel, was ich da sagen möchte? Sei froh, dass du aus Braunau bist, weil die Einheimischen spuck ins Gesicht. Dankeschön. Ja, liebe Leute, aber jetzt soll es gleich weitergehen mit einer richtig zünftigen, flotten, steirischen Polka. Und die hat auch so einen lieben, netten Titel. Freut euch drauf auf Pemperabem, Pempempem. Jetzt hab ich halt ewig gejaust. Und jetzt hab ich schon wieder die Heimat zum Zoll. Und jetzt hab ich schon wieder die Heimat zum Zoll. Zwingst den Klopferdrahten Hulla. Drei Holio, drei Holio, drei Holio. Bäm, 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 bäm. Drei Holio, drei. Die Bayern kochten Nudeln, die Nudeln sind gut. Und ich weiß nicht, was die Bayern in die Nudeln rein tut. Und ich weiß nicht, was die Bayern in die Nudeln rein tut. Zwingst den Klopferdrahten Hulla. Drei Olio, drei Olio, drei. Bäm, 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 bäm. Drei Olio, drei Olio, Brachtröhm. Der Bub, der sein Dirndl beim Tanzen nicht heißt. Kämmer für mir ein Bein in die Nudel schmolz. Kämmer für mir ein Bein in die Nudel schmolz. Zwingst den Klopferdrahten Hulla. Drei Holio, drei Holio, drei Holio. Bäm, 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 bäm. Drei Holio, drei Holio, Brachtröhm. Thank you.
Sind alle da? Und ein Mädchen, sie ist blond und sie heißt Gretchen. Sie benimmt sich wie eine Henne. Sie zeigt mir den Weg zur Denne. Nur die Liebe allein, nur die Liebe allein. Die ernährt sich ja nur. Wollen's das Gleiche, einmal zart und einmal das Weiche, denn das Weiche ist am Muss, es wird durch die Liebe groß. Nur die Liebe allein, nur die Liebe allein, die ernährt sich ja nur von einem Bein. Nur sich ja nur von einem Bein. Jede Scheidung hat seinen Grund, der nicht liebt, ist nicht gesund. Aber kommt samt ins Getriebe, ist es aus mit der schönen Liebe. Eine bekannte Polka, die Sie bestimmt schon von früher her kennen. Wir sind vom Kronadol.
Marl, Zucker, Süß, kurze Reck und lange Fiers, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Schöne Kathi heißt meine Frau, mach und tut's alles ganz genau, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Dirndl muss ein Bur hupfen bis in aller Früh, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Schirm nur an, lieber Bur, von Schirm krieg ich niemals Ruhe, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Lieber Hans, sagt die Kathi, jetzt wirst du schon wieder Fatti, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Liebes Marl, sagt der Bub, von dir möcht ich jetzt mal Ruhe, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Lieber Schatz, jetzt muss ich fort zu einem schönen anderen Ort, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Unsere Liebe ist nun aus, weiter geht's von Haus zu Haus, oben und unten, hinten und vorn, lustig sind wir worden. Ora, 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 ora. Der Sepp sagt seiner Frau, tanzt man noch ein Polka, trinkt man noch einen Schluck, heut kriegen wir von allen nicht genug. Unseren Hubert vielleicht zu wenig, der was einen Bass bläst, als die Figur vom Schermer Natz. Und so haben wir in Hubert wieder mit einem Solo einbaut. Ja.
Unser Hubert wird einige Sprücherler euch bringen von seiner Witzkiste. Und anschließend, wenn der Applaus sehr groß ist, will er sogar ein Lied singen. Ich weiß nicht, ob da was wird raus. Zuerst, ja, zuerst ein paar Sprecherler. Eine Sorgersprecherler. Bauer sein möchte ich nicht, hat der Knecht gesagt. Alle können die nicht bei der Bäuerin liegen. Der Schermann hat's. Das war ein armer Heiter. Der Tod ließ ihn da nicht mehr weiter. Eine Schneelawine hat ihn mit genommen. In Mai ist er erst zum Vorschein gekommen. Meine Frau deckt dieser Grabstein zu. Jetzt hat sie und ich meine Ruhe. Nur eine miteinander, hat der Kaiser selbst gesagt, wie er sein einziges Gas hat den Stall eingetrieben. Sauer ist lustig, hat die Bäuerin gesagt, wie sie den Bauern hat den Mostkrug am Schädel aufgekaut. Ein Abgrund war's, der ihn verschlang. Jetzt ist der Tod ein Leben lang. Ja. Hier fiel Herr Jakob Hobelfeit direkt von Hausdach in die Ewigkeit. Nein, viel fällt mir jetzt nicht mehr ein, darum möchte ich jetzt einmal singen. Vielleicht geht das besser. Herzleidli, sing euch ein Liedle süß, ein Liedle süß, ein Liedle süß. Von Adam und Eva und vom Paradies und vom Paradies, jetzt passt's auf. Der Herrgott hat gesagt, von dem Baum esst's mir nix, von dem Baum esst's mir nix, von dem Baum esst's mir nix. Sonst jog ich euch aus, ich krieg's extra noch Wix, krieg's extra noch Wix im Paradies. Ja, wirklich. Aber die Eva, das Lute, schaut auf wie ein Baum, schaut auf wie ein Baum, schaut auf wie ein Baum. Sie sieht drum Opfer, den möcht sie gern haben, den möcht sie gern haben im Paradies. Wirklich. Die Eva, sie tue gleich, die ist das Land, die ist das Land, die ist das Land. Der Adam drückt ihr den Apfel in die Hand, den Apfel in die Hand im Paradies. Die Eva beißt eine, sechs, das war die Sinn, sechs, das war die Sinn, sechs, das war die Sinn, bis ihr das auf die Zeinoverin, über die Zeinoverin in Paradies. Der Herrgott, das ist der allwissende Mann, der allwissende Mann, der allwissende Mann. Jetzt schreit er halt wie Bagage, was habst du da? Bagage, was habst du da im Paradies? Jetzt schickt er den Engel mit dem feurigen Schwert, mit dem feurigen Schwert, mit dem feurigen Schwert. Der Adam hat Sand und die Eva hat gerät, und die Eva hat gerät im Paradies. Seht's, das ist die Erbsind, man tut's, wenn's leicht geht, man tut's, wenn's leicht geht, man tut's, wenn's leicht geht. Drum Dirndl, es Äpfel, so lang der Baum steht, so lang der Baum steht im Paradies. Sind alle da? Ja!
Ja. Über die Alm hat er geheißen, der Walzer, was die Kernbäume jetzt gerade so flott angespielt haben. Und oben auf der Alm ist er auch gegangen bei unserem Boss Hubert mit der Lieb. Hubert, kannst du dich nur erinnern auf diese Gaudi. Oben auf der Alm hat er sein erstes Madl kennengelernt. Ein nettes Madl. Mirzel hat es geheißen, sein erste große Lieb. Und ich muss euch ganz kurz ein bisschen erzählen, wie er so eine Zeit lang kennengelernt hat, so ein halbes Jahr, ist sein Mirzel einmal zum Beichten gegangen. Ist reingegangen im Beichtstuhl. Der hat vorher gesagt, Mirzel, hat er gesagt, wie er so ihre Sünden beicht gehabt hat. Mirzel, wie schaut's denn aus mit den Buben? Hast du einen Buben? Ja, freilich, hat er gesagt, Herr Pfarrer, hab ich einen Buben. Und was für einen? Hat der Pfarrer gesagt, Mirzel, sag mir das, wer ist denn das? Hat es Mirzel gesagt, der Herr Pfarrer, hat gesagt, wer ist denn schon keiner? Sagt er, wie heißt er? Ja, sagt der Pfarrer, der Boss Hubert von den Kernbuben. Wie der Pfarrer den Namen gehört hat, ist er aber gleich ganz bäs geworden und hat gesagt zu ihm, Mirzel, Mirzel, ich sage dir, den musst du lassen, hat's Mirzel gleich gesagt. Ich lasse ihn ja eh, Herr Pfarrer, aber der Schauer traut sich nicht. Ja. In der Zwischenzeit ist er aber schon dreimal verheiratet, das werdet ihr gar nicht wissen, gell? Ein richtiger Lump, ein richtiger. Dreimal verheiratet, lauter nette, liebe Frauen hat er gehabt. Es hat nur dann ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, auf die Nacht beim Schlafen gehen, weil jede von den drei Frauen war beruflich tätig. Die erste, was er nämlich geheiratet hat, die war am Post, dann bei der Post als Telefonistin beschäftigt, wenn er mit der auf die Nacht ins Bett gestiegen ist und Decken sauf und so zubetrat hat zu der Mutti, gell? Da hat die erste Frau, die Telefonistin, über gleich gesagt zu ihm, Falsch verbunden. Aber er hat sich ausgehend, hat sich gleich scheiden lassen und ein Jahr drauf schon wieder geheiratet. Tatsächlich, du auch? Ha? Das ist ein Fall. Ne? Die zweite, was er dann geheiratet hat, war auch ein netter Kerl. Die war aber auch beruflich tätig, die war eine Tirolerin, die war bei der Straßenbahn, als Straßenbahnschaffnerin. Wenn er mit der auf die Nacht zum Schlafen gegangen ist, die war auch immer so dienstlich. Die hat aber gleich gesagt zu ihm, bitte hinten einsteigen. Das hat ihm auch nicht gepasst. Hat er sich wieder scheiden lassen. Aber eins, liebe Leute, das kann ich euch verraten. So glücklich, wie er jetzt verheiratet ist, war er überhaupt noch nie. Seine dritte Frau ist in Köfloch, in der Heimat der Kernbuben, in der ersten Klasse Volksschule, als Lehrerin tätig. Sie ist zwar auf die Nacht beim Schlafen gehen, auch noch immer so dienstlich. Aber gerade diese Dienstlichkeit, die gefällt unserem Boss Hubert ganz besonders gut. Denn wenn er jetzt mit seiner dritten Frau, mit der Volksschullehrerin, auf die Nacht zum Schlafen geht, dann sagt die allweit zu ihm, und nun wiederholen wir das Ganze noch einmal langsam von vorne. Ja. Da ist selbst als eine Volksschullehrerin da hat dir auch gefallen zum Heiraten. Glaub ich. Aber ich sage immer so offen und ehrlich gesagt, ich mag eigentlich die Weiberleute wirklich. Ich sehe es gern. Ich sage immer, eine Frau ist was Liebes. Eine Frau ist was Liebes, was Nettes, was Schönes, was Kostbares, was Teures, was Edles. Ja. Ich vergleiche von mir aus gesehen über eine Frau mit einer Lederhosen. Im Anschaffungspreis, der Anschaffungspreis ist sehr hoch, aber wenn man es einmal hat, nicht mehr zum Umbringen, gell? Einen habe ich kennt, der hat auch die Frauen sehr gern gesehen und war halt auch ein bisschen ein Lumper, so ein kleiner, ne? Aber wie gesagt, er war ein braver Familienvater, er hat 7 eheliche Kinder gehabt und 16 außereheliche, gell? Der war fleißig wie eine Biene. Den ganzen Tag hat er brummt und gestochen. Aber wie gesagt, als er dann gestorben gewesen war, da hat sie die Frau revanchieren wollen und hat gesagt, pass auf, du Lump, ein ganzes Leben lang hast du mich mit anderen Frauen hintergangen. Strafe muss sein, kriegst nichts zum Anziehen. Ist er ganz ohne jedes Kleidungsstickel eingelegt worden in Sorg und ab damit. Aber wir kennen doch die Frau, das zarte Geschlecht. Bereits nach 6 Wochen hat sie so mit sich innerliche Einkehr getätigt, ist sie mit Tränen in den Augen ausgegangen zum Totengräber, hat sie gesagt, guter Mann.
tun wir da wieder rauf. Schau, den schönen Hochzeitsanzug hab ich mitgebracht und eine Decken und einen Kopfpolster, damit er besser unten drinnen liegt. Sagt der Totengraber, liebe Frau, das können wir schon machen, aber das kostet 3000 Schilling. Hat sie gesagt, das macht nichts, hat er gleich die 3000 Schilling gezahlt. Die haben sofort aufgehoben, haben den Sarg rausgestellt, haben einen Deckel aufgemacht und stellt euch vor, wie sie einen Deckel aufgemacht haben, ist der nicht mehr drinnen gegen im Sarg. Ist nur mal so ein Zettel drinnen gegen und da ist umgestanden. Liebe Gattin, du wirst es nicht fassen, ich kann es nicht lassen. Bin 3 Gräber weiter bei der Frau Reiter. Thank you.
Thank you.